Was geht ab, Manusi-Fighter, Oser hier, und heute ist das 23. World Tournament im globalen Dukan Battle losgegangen, beziehungsweise hat es angefangen, um es besser zu sagen. Geht 3 Tage lang, wir werden uns alle Informationen und Details zu dem World Tournament ansehen. Bevor wir das aber machen, würde ich gerne mal drauf eingehen, was sind denn die aktuellen World Tournament Teams. Denn die Teams in World Tournament sind ein bisschen anders gebaut. Ich habe dazu damals mal einen Guide gemacht, das war ein bisschen lange her, aber im Prinzip, wenn ihr wissen wollt, was so Kernpunkt eines World Tournaments Team ist, wie man ein World Tournament Team baut, könnte ich euch das Video immer noch empfehlen, aber ich werde euch quasi darauf basierend auf dem Video, auf meinem Guide, heute noch ein paar aktuelle World Tournament Teams zeigen, denn es kamen neue Charaktere hinzu und die müsst ihr auf jeden Fall berücksichtigen. Wenn wir mal ganz kurz anschneiden dürfen, World Tournament, wie läuft denn das mit dem World Tournament an? Was ist wichtig in einem World Tournament Team? Nun, wir dürfen nicht vergessen, im World Tournament, da wird der Friend Leader Skill nicht aktiviert. Heißt, wir haben nur unseren eigenen Leader Skill. Das ist schon mal die erste wichtige Sache. Im World Tournament selbst kämpft man gegen, wenn man auf einen Gegner zuläuft und gegen ihn kämpft, dann spielt man gegen 7 Charaktere von diesem Gegner. Und deswegen, Freunde, Ziel im World Tournament ist natürlich, so viele Punkte wie möglich zusammen, so schnell wie möglich. Und deswegen spielt man AOE Damage Dealer Charaktere. Das sind folgende Charaktere, die ich euch jetzt einblende, bzw. schon eingeblendet habe, whatever. Und zwar seht ihr die ganze Liste. Was sind denn AOE Damage Charaktere? Was meine ich damit? Das sind Charaktere, die durch ihre Super Attack jeden Gegner treffen. Dazu gehört zum Beispiel Broly, Cell, LSL, LL Broly, Majin Vegeta und so weiter und so fort. Und daher, Freunde, nimmt man für das World Tournament solche Charaktere, AOE-Damage-Charaktere, und baut die Teams um sie herum, damit sie durch Ki zum Beispiel supported werden, weil sie bekommen nur eine Leader-Skill und sie sollen auf ihre Ulti kommen, um quasi so schnell wie möglich jeden Gegner auszulöschen oder zu besiegen in dem Fall, um viele Punkte zu sammeln, um viel Schaden zu machen, und dann ist es so oder so ein Grind, quasi die Punkte im World Tournament zu farmen oder zu sammeln, whatever. Eine Sache auch vorweg, natürlich hat nicht jeder die Charaktere, die ich euch jetzt gleich präsentieren werde, aber mir geht es hierbei darum, dass ihr die Message versteht. World Tournament Teams, müsst ihr quasi schauen, habt ihr AOE Damage Dealer, Charaktere, die gegen jeden Gegner treffen, um es richtig zu sagen, und mit diesen Charakteren müsst ihr dann quasi eure Teams bauen. Wenn ihr keine AOE Damage Dealer Charaktere habt, dann müsst ihr schauen, Freunde. Ansonsten, also eigentlich schafft man das World Tournament mit vielen Teams, ja, wenn ihr euer bestes Team nimmt, dann schafft ihr das World Tournament, so ist es nicht, denn Ziel des World Tournaments ist es einfach, viele Punkte zu sammeln, aber diese World Tournament Teams mit AOE Charakteren vereinfacht diesen Prozess eben. Heißt, langer Rede kurz Sinn, wenn ihr keine AOE Damage Charaktere habt, sorry, dann müsst ihr gucken, welche Teams ihr mitspielt. Ihr könnt zum Beispiel Charaktere nehmen, die kontern, das macht es eben dann auch einfacher, die Gegner so schnell wie möglich zu besiegen und so und so fort, aber wir konzentrieren uns hier mal auf die World Tournament Teams mit AOE Charakteren, wie gesagt. Das erste Team ist hier Willenscharaktere. Denn in den Willenscharakteren, wenn ihr diese Charaktere habt, Freunde, könnt ihr reinpacken LSL. Der macht mit seiner ersten Ulti AOE Damage und LSL ist der MVP für das World Tournament, denn durch seine Pässe bekommt er pro jeden Gegner, der aktiv auf dem Feld ist, gegen den er kämpft, bekommt er Ki plus 1. Und im World Tournament hat man am Anfang der Runde 7 Gegner, dann bekommt er direkt Ki plus 7. Heißt, er kommt easy auf seine erste Ulti und die erste Ulti macht eben Schaden gegen jeden. Also wenn ihr LSL habt, packt ihn auf jeden Fall in euer Team. Willens Team könnte hier an der Stelle, wie gesagt, folgendermaßen aussehen. Wir haben LL Broly drin, mit der ersten Ulti hat den AOE Damage Deal. Mit der Majin Vegeta mit seiner Ultra Super Attack, bei ihm könnte es ein bisschen schwerer werden, auf sein AOE Ulti zu kommen. LSL mit der ersten Ulti. Und dann, Freunde, je nachdem, als Leader nimmt man Rosé. Rosé gibt 120% für jeden Ki plus 3, heißt, uns fehlt natürlich Ki, aber das Gute an oder Geniale an Rosé ist, durch seine Passive gibt er Ki plus 3. Deswegen ist es ein guter Leader, wenn ihr ihn habt. Ihr müsst aber jeden Typus einmal vertreten haben, wissen wir bei Rosés Leader Skill. Deswegen haben wir hier 3 AOE Damage Leader, Broly, Majin Vegeta, Cell. Diese supporten wir mit Tech King Piccolo, der gibt Ki plus 3 für Extreme Verbündete. Und dann müsst ihr mal schauen. Raditz ist auch ein AOE Damage Dealer, ist ein Free-to-Play-Unit. Der macht auf jeden Fall gut Schaden. In den höchsten Runden könnte es ein bisschen schwierig sein, dass er one-shottet, aber den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ihr Raditz habt, könnt ihr Raditz mitnehmen, dann hättet ihr aber 4 AOE Damage Dealer. Das Gute ist, also die bräuchten Key. Das Gute ist aber, Raditz und Cell kommen selbstständig zurecht durch ihre Passive. Majin Vegeta und Broly brauchen auf jeden Fall Key. Dafür haben wir dann in dem Team eben Rosé, der gibt durch seine Passive Key plus 3. King Piccolo gibt auch Key plus 3. Meine Empfehlung, warum habe ich jetzt Raditz und Thales? Wenn ihr Raditz mitnimmt in das Team, dann nimmt als Friend Rosé mit, weil dann habt ihr noch einen Charakter, der Ki plus 3 gibt. Wenn ihr Thales mit ins Team nimmt, dann nimmt als Friend Broly, dann habt ihr einen weiteren Charakter, der AOE Damage Dealer macht, weil Thales gibt dann Ki plus 3 an der Stelle. So ganz simpel das erste Team. Das zweite Team, Freunde, sind mehr oder weniger Alternativen. Ja, wenn ihr Rosé selbst nicht habt, aber Freezer als Villain Leader, dann nimmt Freezer. Freezer gibt zwar durch seine Passive nicht Ki plus 3 für jeden Verbündeten, das ist quasi das Manko bei ihm, aber ihr habt
ihr seid uneingeschränkt. Da muss nicht jeder Typ jetzt einmal im Team sein. Dann könnt ihr zum Beispiel, wie es im Graphen steht, Freezer als eigenen Leader benutzen, wenn ihr Rosé nicht habt. Ihr könntet Rosé als Friend nehmen zum Beispiel. Aber ganz wichtig im Team, bräuchtet ihr dann eure AOE-Charaktere. Wenn ihr LR Broly habt, rein damit. Wenn ihr LR Broly nicht habt, gibt es auch eine Alternative, den EZA Broly oder den älteren Broly. Der macht mit seiner ersten Ulti auch AOE-Damage an der Stelle. Wenn ihr den nicht habt, gibt es noch einen Perfect Cell, von dem ich aber nicht so ein Fan, denn der hat nur auf seine 11 Keys einen AOE-Damage-Spell. Und der mag nie so viel Schaden wie die anderen, sage ich mal. Aber, also bei dem Setup hier, was ich euch gerade zeige, geht es mir darum, ihr müsst natürlich auf eure Charaktere selbst sehen und da nenne ich mal euch ein paar Alternativen. Wenn ihr LMA Jumigita nicht habt, dann könnt ihr solche Talis mit reinnehmen als Supporter beispielsweise. Oder wenn ihr den nicht habt, einen Tanky wie Golden Freezer etc. Das müsst ihr eben gucken, wie eure Charaktere aussieht. Wenn ihr Raditz habt, nehmt Raditz mit rein. Wenn ihr Raditz nicht habt, könnt ihr einen Supporter mit reinnehmen. Int Metal Cooler zum Beispiel, Key Plus 3. Wenn ihr LR Cell nicht habt, dann nimmt Goku Black mit rein. Der gibt auch Key Plus 3. Ja, das ist jetzt quasi nur eine Alternative dazu, welche Charaktere es noch gibt. Es gibt natürlich auch noch Tech Majin Vegeta, der macht auch mit seiner Ulti AOE Damage, aber der macht wenig Schaden wegen seiner Passive. Das ist jetzt quasi nur gewesen, damit ihr Alternativen habt, falls ihr Rosé nicht habt, die Charaktere und so weiter und so fort. Aber wenn ihr es, wie gesagt, im ersten Team habt, wenn ihr dieses Team habt, Freunde, das ist ein sehr starkes World Tournament Team. Nehmt LSR mit rein, LR Majometer, LR Broly, Rosé ist euer Leader. Da müsst ihr mal schauen, wenn ihr Raditz mit rein nehmt, nehmt als Friend Rosé, wenn nicht, nehmt Talis und als Friend Broly und King Piccolo als Key Supporter zum Beispiel. Das Team funktioniert 1A und ihr tut One-Shotten jede Runde mehr oder weniger. Aber es gibt noch eine Alternative, denn ihr habt schon sicherlich gemerkt, die AOE-Damage-Charaktere, da gehören viele zu ähnlichen Kategorien. Die erste Kategorie wäre hier ein Pure Saints-Team. Ihr könnt ein Pure Saints-Team bauen. Wir haben unsere drei Hauptcharaktere, die AOE-Damage machen. Wir haben LR Broly, LR Majometer und Raditz. Diese brauchen Key. Ihr könnt zum Beispiel mit reinnehmen dann Tora gibt Key Plus 3 oder Talis Key Plus 3. Wenn ihr die Supporter nicht habt, müsst ihr gucken, welche Pure Saints Supporter ihr habt, die Key geben. Ganz einfach, Freunde. Als Leader hätten wir dann Vegeta. Vorteil an Vegeta gegenüber Rosé ist, wir haben besseren Leader-Skill, sei es HP, Attack und Death, aber er gibt keine Key an der Stelle und deswegen könnt ihr als Friend dann, deswegen ist oben rechts der Tower Broly drauf, weil ich kann keinen anderen LR Broly in dem Graphen anzeigen lassen, aber als Friend könnt ihr hier auf jeden Fall LR Broly mitnehmen, weil wir haben hier mit Tora und Talis gute Supporter, gerade es kommt selbst zurecht und dann sollte das auf jeden Fall gut funktionieren. Das Team spiele ich mittlerweile, beziehungsweise momentan im World Tournament, außer Argel Talis, da habe ich natürlich dann einen anderen drin. Nämlich an der Stelle, wer war es bei mir? In Thales habe ich drin an der Stelle. Aber das würde auch funktionieren, so ein Pure Saint Team. Selbes dann ähnlich, beziehungsweise ähnlich wäre ein Resurrect Warrior Team. Man hätte Angel Golden Freezer als Leader, Inkmel Cool als Key Supporter, World Tournament King Piccolo als Key Supporter, Physisch Bardock als Key Supporter. Da hatte man nur zwei AOE Damage Healer. Bei Majin wäre es ein bisschen schwer, auf seine Ulti zu kommen. Broly wäre dann ein bisschen einfacher. Andere Option wäre Movie Bosses, aber da hätten wir dann nur Broly als AOE Damage Healer. Das wäre ein bisschen schwieriger, da auf die Ulti zu kommen, beziehungsweise an sich haben wir halt nur ein AOE-Unit. Ihr könnt als Friend natürlich auch LR Broly mitnehmen, aber das wären dann nur zwei, sage ich mal. Ja, das würde ein bisschen langsamer gehen als die anderen Teams, die ich vorgezeigt habe. Und schlussendlich würde eigentlich noch ein Android-Team sehen, was mehr oder weniger so aussehen könnte. Da hätten wir dann auch zwei AOE-Damage-Healer, LR Cell und Perfect Cell, die dann supported werden durch Orb-Changer Key. Aber Freunde, wie gesagt, empfehlen würde ich auf würde ich euch auf jeden Fall, wenn ihr das machen könnt, das erste Villains-Team, was ich euch gezeigt habe. Wenn nicht, müsst ihr eben gucken, habt ihr Alternativen, habe ich den nicht, kann ich den reintun, etc. Oder ein Pure Saints-Team ist auch sehr, sehr gut für das World Tournament, meiner Meinung nach, weil da LR Broly, Raditz und LR Majometer drin sind und die Supporter rein und rauskommen und die auch gut auf ihre Ulti kommen, Freunde. Wie gesagt, lange Rede, kurz Sinn. So viel zu den World Tournament Teams, zu den aktuellen World Tournament Teams, die ihr nutzen könnt. Aber ihr müsst natürlich auf eure Charakterliste selbst schauen, welche Teams könnt ihr bauen, was könnt ihr ein World Tournament Team bauen. Und ganz wichtig hierbei ist natürlich, wenn ihr AOE Damage Healer habt, nehmt eben diese AOE Damage Healer, packt sie in euer Team und versucht sie zu supporten, Freunde. Das ist so quasi die Kernessenz eines World Tournament Teams, die AOE Damage Healer zur Schau zu bringen, dass sie easy auf ihre Key kommen, weil sie nur ein Leader Skill bekommen. Deswegen hat man Supporter drin, damit man quasi so schnell wie möglich die Runden besiegt, sage ich mal. So wie zu den World Tournament Teams, ihr merkt schon, ist ein bisschen ausführliches Thema, das soll ich eigentlich nur kurz anmerken, aber gucken wir uns mal ganz kurz die Informationen an zum 23. World Tournament. Die GSSR Banner wurden leider aufgeteilt, was heißt leider, ja, vielleicht mag es der eine oder der andere nicht, aber man kann ja World Tournament Tickets sich holen aus dem World Tournament und früher war das so, dass man nur in einem Banner dadurch sammeln konnte, jetzt sind es zwei Banner, aber die Tickets sind gleich. Ja, wenn ihr 5 Tickets zum Beispiel für dieses Banner ausgibt, dann habt ihr sie nicht mehr für das World Tournament Ticket Banner. Was ist jetzt der Unterschied? Ein Ticket für zwei Banner, wie gesagt. Und in diesem Banner sind nur World Tournament Charaktere. Und in diesem sind
nicht featured SSR-Charaktere, aber keine LR. Also hier sind keine Dokkan-Exklusiven und keine LR-Charaktere drin. Außerhalb davon sind alle SSR-Charaktere drin. Dann haben wir noch die zwei Jungs haben hier Dokkan-Awakening bekommen. Dieser Super Saiyan 2 Gohan ist ein sehr guter Supporter. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen für einen Tech-Unit. Wenn ihr ihn habt, erweckt ihn an der Stelle. World Tunnel Banner haben wir ebenso wie immer online. Das haben wir die haben ihre eigene, also Dragon Ball Saga Banner, sag ich mal. Die haben ihre eigenen Tickets, Dragon Ball Saga Tickets. Da hat dieser Piccolo zum Beispiel ein Awakening bekommen. Könnt ihr mal gerne abchecken, was der Boy drauf hat an der Stelle. Außerhalb davon, wie gesagt, 23 World Tunnel. Wir gucken uns gleich die Preise an, was man da abholen kann, was für einen Preis es gibt. Turnierpreis dieses Mal, ganz klar, willst du alle Attention an. Ist ein Local-Preis. By the way, Freunde, sorry, aber ich rate das gerade runter. Wenn es ein bisschen zu schnell ist, tut mir leid, aber ja, es ist ein bisschen eilig. Sorry dafür. Anyway, die World Tournament Preiskarte von diesem World Tournament ist Chi-Chi. Sie tut den Angriff und die Verteidigung des Gegners um 20% senken für zwei Runden, den sie angegriffen hat quasi. Heat plus 3 und Attack und Def 60% bekommt sie, wenn die HP 50% und drüber sind. Für ein Peppy Gold Team kann man sie auf jeden Fall nutzen, warum nicht? Piccolo, wie gesagt, hat einen Dokkan mit ihm bekommen. Was hatten wir hier drauf dann? Der tut dann jeden Gegners Angriff und Verteidigung um -20% senken und hat eine Medium-Chance, den Gegner, den er angegriffen hat, zu stunnen. Und dann kann er noch in seine Giant-Form sich transformieren. Dieser Goku hier, Baufuß-Goku, der macht an der Stelle Supreme Damage und mit einer Medium-Chance, den Gegner zu stunnen. Ich habe die Passive gerade nicht vor Augen, sorry. Und dieser Gohan hier an der Stelle, wie gesagt, der ist ein guter Supporter. Nicht nur, dass er massively seinen Angriff raised, finde ich aber ein bisschen schade, weil er ist ein Supporter. Er gibt Tech-Charakterien-Boost, Key-Boost und Angriff- und Verteidigung-Boost, wenn mich alles täuscht. Den könnte ich aber auf jeden Fall empfehlen, ihn zu awaken. Der ist echt ein guter Supporter, wie gesagt. Genau, Freunde, auf der finalen Stage könnt ihr, by the way, die World Tournament Medaillen aus den Gold Kapseln erfarmen. Und so vielleicht nicht dazu, dass wir einfach mal ganz kurz einen Blick reinwerfen zu den World Tournament Bannern hier an der Stelle, damit wir das auch abgehakt haben, beziehungsweise ihr seht, was momentan featured ist. Weil in den World Tournament Charakteren, in den World Tournament SR Banner, da ist ein geiler Charakter reingekommen. Und zwar seht ihr hier an der Stelle die Trennung hier. Die zwei Tickets sind sowohl für das Banner als auch für das Banner. Wie gesagt, hier sind momentan featured. Diese Charaktere könnt ihr euch gerne ansehen. Dieser Goku Blue, es geht. Der Strength Goku ist auf jeden Fall nice. Argel Goku ebenso. Ja, der geht, bekommt den, der schon Awakening bekommen. Tapinus geht auch solide. Der ist auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht für Super Battle, kann man vielleicht benutzen. Aber World Tournament Banner, Freunde, da ist quasi dieser Charakter mit reingekommen. Den ich euch kurz zeigen möchte, auf jeden Fall der hier. Der war davor nicht in den World Tournament Bannern und für den würde ich auf jeden Fall empfehlen, summon zu können, weil er gibt Superclass verbündeten Key plus 2 auf den Angriff und auf die Verteidigung 20%. Er ist ein Hybrid Saiyan und Majin Buu Saga, da ist ein sehr guter Supporter. Vor allem für diejenigen, die Ultimate Gohan Supporter brauchen, ist er auf jeden Fall sehr solide. Den könnte ich auf jeden Fall empfehlen, für den zu summon. Ich glaube, meine Tickets werde ich in den World Tournament Banner dann eben verbrauchen. Der kam, glaube ich, auch noch rein. Anyway, um da vielleicht den hoffentlich ziehen zu können und da haben wir das Dragon Ball Saga Ticketbanner, wie gesagt, das hat seine eigenen Tickets. Wenn wir mal ganz kurz schauen dürfen, wie gesagt, 3 Tage geht das World Tournament, steht ja auch dran, was denn neu hinzukam, welche Missionen es gibt, wenn wir da kurz einen Blick reinwerfen. Ihr seht schon, ich bin da ein bisschen gespielt. Chi-Chi, die neue Chi-Chi bekommt ihr, wenn ihr 20.000 und runter platziert seid, Freunde, dann müsst ihr quasi ein bisschen grinden. 20.000 und runter, wo sind wir hier? Boom, hier 20.000 und runter bekommt ihr diese Chi-Chi einmal. Lokalpreise haben wir hier Tenshinhan an der Stelle, ihn bekommt ihr von 150 und runter. Und Missionen, Freunde, ganz wichtig. Könnt ihr euch gerne mal absehen. Ich glaube, ihr könnt da bis zu 30 Zones oder 35 Zones holen. Anyway, Orbs gibt es auf jeden Fall. Elder Kai. Die würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, in World Tournament die Mission zu machen, wenn ihr sie holen könnt. Um es kurz zu sagen, was müsst ihr da machen? Ganz simpel zusammengefasst. Ihr solltet, Freunde, darauf aufpassen, dass ihr bis zu 20 Siege bekommt hintereinander, also ohne zwischendrin verloren zu haben, dann habt ihr mehr oder weniger den größten Teil dieser Mission bekommen. Also passt auf jeden Fall darauf auf, dass ihr 20 Siege hintereinander bekommt und dann quasi natürlich müsst ihr aber auch aufpassen, wenn die Schwierigkeitsstufe höher wird, dann machen eure Gegner mehr Schaden etc., nehmt gute Items und damit ihr da gut gedeckt seid und nicht, dass ihr out of nowhere eine Super Attack bekommt und dann auf einmal verliert. Passt darauf auf jeden Fall auf, Freunde. Ich weiß, ob wir das noch streamen werden, World Tournament Grind. Ich weiß, ob ich dazu komme. Wenn es dazu kommt, dann lasst ihr es auf jeden Fall wissen auf meinen Social Media Kanal, alle Links in der Beschreibung. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Grind, diejenigen, die grind werden. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, Freunde. Peace.